willkommen zu einem Weihnachtsvideo, Unboxing. ich habe zwei Weihnachtsbilder, Winterweihnachtsbilder. Ihr werdet sie gleich sehen. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Es sind beides 30 x 40 cm. Und ich finde sie einfach nur süß. Ein Rentier. Ich finde es total witzig, das Bild. Aber richtig witzig. So. Ich streiche das gerade mal glatt. Ups. Hoppala. So. Ist der nicht süß mit der roten Nase? Rudolf mit der roten Nase. Total goldig. Und hier Weihnachtskugeln am Geweih. Und der Blick, wie er frech grinst mit Weihnachtsschal. Und dann hier, ach herrlich. Und man kann schön AB-Steine einsetzen. Ja, richtig, richtig schön. Und es lädt ein. Auf das hätte ich sogar jetzt richtig Lust, sofort anzufangen, sage ich ganz ehrlich. Gib meinen Finger her. Klebekraft ist bombastisch. Wir messen das mal. Das Bild hat 24,8. Mal 34,7. Und sieht total witzig aus. Toolkit ist Standard-Toolkit dabei. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr zu sagen. Leg mal gleich an die Seite. Und die Steine, es sind runde Acrylsteine. Und ich sehe wieder das tolle Eisblau. Oh, ich liebe diese Farbe. Schaut mal, die Farben sind auch richtig schön. Ja. So, das Eisblau. So richtig schön ist der Hintergrund, gehe ich davon aus. Ja, ist der ganze Hintergrund. Was denn? Der will doch nichts von dir. Sind richtig schön, so ein Hautton, ein Eisbrusser. Die Spinne, die will mit ihm spielen, aber er nicht. lass den Mogli in Ruhe. So, komm, lass dich nicht ärgern, ich mach dir Platz, bitte. Komm hoch. So, richtig schöne Farben und ich liebe wirklich dieses Eisblau. Ich hoffe, dieser Terror von den beiden stört jetzt nicht ganz so arg. Er hat null Bock zu spielen und sie will aber spielen. Und wenn sie die Kleine, und wenn die Kleine will, dann will sie. So, jetzt macht er Rückzug. Er läuft wieder raus. Oh, Dicker. So, und das zweite Bild klebt wieder fest. Warum? So. Standard-Toolkit mit Druckverschlussbeutel, tun wir gleich zur Seite. Und dann haben wir hier, das finde ich auch sehr schön, so ein winterliches Bild. Das Bild tut heute bei der Wärme echt gut. Bei uns ist heute aber so richtig schwül. Ich glaube, dass sich bei uns echt heute noch was zusammenbraut, weil es ist heute auch, es ist bewölkt, dann ist es grau in grau, dann kommt die Sonne wieder und oh, es ist auch, wie gesagt, übelst schwül draußen heute. Und da kühlt uns das Bild doch ab. Ich finde es richtig schön mit den zwei Vögeln auf dem Baumstamm, diese Winterlandschaft. Ich lieb's. Ich lieb's. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich, wenn das ein bisschen größer wäre, das Bild, wird es wahrscheinlich besser rauskommen. Aber mal sehen, wie es in dieser Größe wird.
Wir werden es feststellen, wenn wir es painten. Wir haben 20 Farben. Ich denke, messen brauchen wir es nicht. Es wird genauso sein wie das andere. Legende ist in Zahlen und Buchstaben gehalten. Wie ihr wisst, mag ich sehr gern. Kraft hält auch bei dem Bild mein Finger fest. Richtig gut. Und hier haben wir auch runde Acrylsteinchen. So, guckt man mal die Farben an. Oh, was ist das für eine Farbe? 09. Ach, das ist hier im Hintergrund und hier unten. Also die ist im ganzen Bild verteilt. Okay. Das Grün ist sehr schön. Doch, sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir. Kann ich nicht anders sagen. So. Mein zweites Bild dazu. Ach, Weihnachten kann kommen. Nein, es braucht jetzt noch nicht kommen. Ich liebe Weihnachten, aber jetzt wollen wir erstmal den Sommer haben. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Bilder echt schön. Und wie gesagt, Bilder, die mir gefallen und mich ansprechen, die kaufe ich auch. Und ja, und wie gesagt, wenn ich richtig Lust drauf habe, so wie bei dem hier, habe ich auch kein Problem, die bei 40 Grad im Schatten zu painten, ob da Weihnachten drauf ist oder nicht. Spielt da überhaupt keine Rolle. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, ob ihr auch paintet, worauf ihr Lust habt oder ob ihr richtige Saisonpainter seid. Würde mich auch mal interessieren. Und ja, ansonsten sind wir schon wieder am Schluss angekommen. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Die Community wächst und wächst und wächst, was mich ja riesig freut. Und ja, ich muss mich da echt wiederholen. Ich, ja, wenn ich die Anzahl der Abonnenten sehe, denke ich mir immer, gibt's wirklich so viele, die meine Videos angucken. Ich kann das immer gar nicht glauben. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und nochmal ein dickes Danke, Danke, Danke. Und auch ein herzlich Willkommen an die Neuen. Und ja, so, jetzt sind wir aber am Ende. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und habt bis dahin einen ganz, ganz tollen Tag. Und wie immer, passt auf euch auf und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.